Ja, jetzt befinden wir uns wieder mal in den Windex. Ja, voll erschreckt. Alma! Old Man sei gepriesen. Im ersten Teil haben sie den auch so ein bisschen wie eine Manga-Figur dargestellt. Und jetzt hier haben sie den als alten Mann dargestellt, als Old Man. ja, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ne, da war ich schon. Dreirad. Hab ich auch gerade. Ja, genau. Mhm. Yay, räumliches Denken. Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Sieh dich nur an, wie groß du geworden bist. Wir können hin. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Er ist schon wirklich da, aber halt in seinem Kopf. Also, Realität kann man noch auseinandernehmen. Es gibt ja auch eine virtuelle Realität, die hier. Aber die ist trotzdem real. Distriktdirektor Tideman, alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Operation Endphase. Hört sich cool an. Ich werde jetzt aber erstmal eine Aufnahmepause machen. Habt ja, glaube ich, schon eine ganze Stunde aufgenommen. 2 Stunden sogar fast. Ja, weil jetzt hier wieder so ein kleiner Arena-Kampf stattfindet und diese nervigen Viecher wieder auftauchen. Ja, ich werde jetzt hier speichern. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich bin Cookie. Ja. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Ja, willkommen zurück hier zu Dead Space 2. Ich habe gerade Lust zu zocken, also zocke ich jetzt. Ja, wir waren ja hier bei dieser großen Kampfarena, Teil 2. Die erste hatten wir ja schon hinter uns und jetzt geht's los. Fanatiker, großartig. Zack. Ich habe noch ein bisschen an den Einstellungen gefeilt. Die Lautstärke dort angeht, müsste jetzt besser sein. Hoffe ich doch zumindest. Komm schon, Fetti. Wow. Ja, wundervoll. Ach ja. Fanatiker, wie gesagt, da sterbe ich erstmal so ein bisschen schneller. Weil, ja, Fanatiker halt. Gegner sind nicht schlauer geworden, sondern einfach nur machen mehr Damage. Oh. Super Lösung, aber das ist auch bei den meisten Spielen, also alle Spiele, die ich so kenne, haben diese Methode. Oh, kleines Minipack. Sollte ich vielleicht auch mal anwenden. Mittelgroßes natürlich. Sollte ich vielleicht auch mal anwenden. Kommst du? Oh.
besser die Kampfarena 2. Da kommen nämlich meistens diese Viecher. Boah, die gehen einer auf den Sack, ey. Unglaublich. Haben wir es denn jetzt? So, dann überall drauf treten. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Also ich löse jetzt noch irgendwo was aus. Nein, nein, hier wird nichts ausgelöst, sondern... ach, egal. Schweifen wir einfach vom Thema ab. Ach, Dead Space, wie habe ich es mal vermisst. Ich habe auch lange nicht mehr gezockt. Das letzte Mal, wo ich gezockt habe, war, glaube ich, 3-4 Tage her. Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Ja, nur Plasma-Cutter, sehr gut. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher gewesen, ob ich jetzt noch eine andere Waffe gekauft habe. Ja, ja. So, Strahlmunition, Suchergewehr. Das sieht sehr mager aus. So, so, so. Einfach mal kaufen, kaufen, kaufen. Ja, am besten noch ein mittelgroßes. So, dann haben wir erstmal alles. Das Stasepack hätte ich jetzt auch einsetzen können. Egal. So, weiter geht's hier in Stufe 4. Ach nö. Nicht die Viecher, die sind aber relativ einfach. Müsste eigentlich... Bist tot? Hoffe ich doch. So, da ist einer. Da ist einer. Und da, da ist... Ach ja. So, ja, genau. Habe ich ganz vergessen, Fanatiker. Ja. Yeah. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Ja, ist es. Super. Jetzt kann ich den ganzen Kram nämlich nochmal machen. Aber so weit bin ich ja noch gar nicht gekommen. Aber den Hallenkampf muss ich nicht nochmal wiederholen. Nicht unbedingt. Bis. Den habe ich übersehen. Noch einer? Noch einer? Noch einer, noch einer, noch einer. Ah, hier. Aber der stoppt mich noch nicht. Klappe. Noch mal her. So. Hier war auch irgendwo was versteckt. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. So von wegen, ach, die hier mal drauf, aber ich wüsste jetzt gar nicht wo. Ach, noch einer. Da. War hier doch nichts. Ja, das ist klar. Das ist ja von ihm jetzt. Ich müsste jetzt genug haben. Aber hier ist ja sowieso wieder ein Energieknoten. Hatte ich den überhaupt schon aufgesammelt oder kommt der noch? Ja, da kommt noch einer. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein und den ganzen Kram wieder, das lohnt sich nicht. Sicherheitslager. Oh ja, ich mag Sicherheit. So, Workbench auf jeden Fall. Oder die Bench. Im ersten Teil hieß die noch Workbench. Plasma-Cutter auf jeden Fall, mal schauen. Turbo, nachladen und nochmal Turbo. Tempo natürlich, Turbo, Tempo. Wie auch immer. Okay, okay. Wieso habe ich die Rig nicht aufgebessert? Das ist ja wundervoll. Yay, Schwebemeister. Feuer, Feuer. Ach, wundervoll. So, hier müsste irgendwo ein Energieknoten rumfliegen. Ich meine, das war so. Oh, hier gibt's... Ja. Ja, ja, ich bin dringend. Ich hoffe, du bist zum Leben. Ich wollte nie herkommen, aber du hattest uns in diese Fressloch zerren. Und jetzt seh dir an, was passiert ist. Meine kleine Tochter hat sich in... Meine Tochter verwandelt. Ich musste... Wie konntest du?
das war doch nicht mehr deine Tochter, Mensch. Weil die ist ja schon gestorben, sozusagen. Ich weiß zwar nicht, was genau beim Necromorph passiert. Ich hätte mich auch mal informieren können. Ich bin ja so ein kleiner Fan von Dead Space, aber ich habe mich nie informiert, was genau da passiert bei den Necromorphs. Wenn das sowas ähnliches ist wie bei den Zombies, dann war sie schon tot. Bei Zombies, ne, wie gesagt, die habe ich ja schon mal erwähnt beim ersten, bei der ersten Aufnahme, dass die... Ja. Bin da. Ich bin Servicetechniker. Ich befasse mich gerne mit Luft. So. So, null Luft. Ja, sag ich doch. Habe ich. So, um jetzt hier ein bisschen besser kämpfen zu können, Feuer ist er aus. So. Gefallen? Ja. Wieso gefallen? Es ist doch gerade gestiegen, oder nicht? Ich habe doch wieder Luft. So, weil die Atmosphäre hier so ein bisschen komisch aussieht. Packen wir jetzt hier nochmal. Da ändert sich die überhaupt. So, jetzt haben wir wieder 100. Normalisiert. Interessant. So, jetzt kann man sich hier auch besser bewegen, weil mit Sauerstoff und so lebt sich's besser. Jetzt schaue ich mich hier kurz nochmal um. Am besten da oben mal. Hier waren nämlich noch Kisten, oder habe ich sie jetzt schon alle mitgenommen? Was haben wir denn? Ah, Energieknoten, das fällt mir gerade so ein. Der ist nämlich hier. Und zwar in der Ecke. So, man kriegt definitiv immer einen Energieknoten, wie schon gesagt. Bei der letzten und vorletzten Aufnahme, glaube ich, vorletzte. Auf jeden Fall letzte Aufnahme. Ja, man kriegt definitiv einen Energieknoten, um da reinzukommen. Man muss sie nur finden. Bibi! So. Was haben wir da? Stäbchen. Essstäbchen. So, war das... Ah, okay. Das Stäbchen, war hier noch irgendwas? Außer das Stäbchen. Stäbchen. Na. Wieso herrscht hier eigentlich Schwerelosigkeit? Austritt Schwerelosigkeit. Ach. Jetzt habe ich eine Batterie vergessen. Feuerlöscher. Stromausfall. Ja, ja. Mache ich. Eintritt Schwerelosigkeit. Nicht. Okay. So, nehmen wir mal die Batterie. Dumm. Ja. Eintritt Schwerelosigkeit. Austritt Schwerelosigkeit. Ist Werdelicht. So. Wartungsaufzug. Moinsen. Wir fahren mit dem Lift. Na, mit dem Fahrstuhl in die untere. Alfred, die Schritte. Er will, dass ich die Schritte befolge. Schritt 1, in die dunkle Maschine kriechen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden.